Der Glaube der Götter. Ketzerei! Tobte Orbitos. Als er das fokussierte Bild der drei Helden betrachtete, welches ihm die magische Karte zeigte und der ominöses kritischen Worte hörte. Er sprang regelrecht auf seinen Thron auf und ließ einen Donnerkeil in seiner rechten aus goldenen Hand erscheinen und hätte diesen auch geworfen, wenn nicht ein fester Griff um diese ein Bewegen unmöglich gemacht hätte. Er betrachtete sein Handgelenk und sah, dass Fundamentus ihn an diesen ergriffen hatte und mit seinem wortwörtlich steinkalten Griff festhielt und ihn mit seinen leeren Augen betrachtete. Was soll das? Lass mich los! Rief der Donnergott donnernd. Bleib ruhig, dein aufbauendes Gemüt lässt sich nicht klar denken. Sprach der Gott der Erde fast in Zeitlupe. Der Donnergott ließ den Donnerkeil schwinden, woraufhin Fundamentus ihn losließ. Doch der Zorn des Donnergottes war deswegen noch lange nicht gebannt, als er zornig rief: Sollen wir ihnen das einfach so durchgehen lassen? Sie spotten uns! Vielleicht hat Mares Kleiner ja gar nicht so unrecht. Ich meine, dieser kleine Planet da unten gehört ihnen. Lassen wir sie doch einfach machen. Jo. Warf Pisasus ein und erntete damit den Zorn von Orbitos, welcher zu dem Gott sprach: Ganz gleich, was du sagst. Ich glaube dir nicht, dass dieses Kraut, was du da immer rauchst, deinen Verstand nicht beeinträchtigt. Sonst würdest du nicht so argumentieren. Mir gefällt auch nicht, was sie da sagen. Wenn ich bedenke, was wir alles für die Sterblichen getan haben. Wie damals, als ich... Sprach Höllis und forschte erfolglos in sein Gedächtnis und Hea versuchte, sein Argument zu stützen, indem sie sprach: Genau! Wir haben so oft geholfen. Ich erinnere mich, dass... Naja... Oder da war da noch... Da auch sie nicht die richtigen Worte fand, sprach Juira: Denkt mal alle scharf nach, was euch dazu einfällt. Die Götter begaben sich in ihren typischen Denkerposen, die bei Pisasus darin bestand, sich lässig auf seinen Thron zu lehnen und alle Viere von sich zu strecken, während Orbitos mit wechselseitig auf- und abwindenden Augenbrauen seinen Kopf, den er auf dem Arm stützte, durchforstete. Niemand schien etwas zu finden, und nach einigen Minuten sprach Aphrolibida lüstern: Also, ich habe schon einigen Menschen was Gutes getan. Wie wir alle. Nicht wahr, Orbitos, mein Hübscher? Wobei sie mit ihrer Zunge verführerisch über die Lippen strich. Die Art von Gutes tun, die du meinst, habe ich noch nie gemacht. Verteidigte sich dieser. Ach komm schon. Wo ist der Orbitos, der sich mal in einen Stier verwandelte und einer Frau ein ganz spezielles Rodeo verschaffte? Fragte die Göttin der Liebe spottend. Der ist erwachsen geworden. Versuch das auch mal. Erwiderte der Donnergott barsch. Vielleicht brauche ich nur einen Lehrer. Ich bin so eine wissbegierige Schülerin. Antwortete sie mit einem Auge zwinkernd. Können wir das Niveau mal wieder um eine Stufe heben, sodass wir auf dem Bauch landen und dann noch eine Stufe, sodass wir wieder beim Kopf ankommen, mit dem die meisten von uns denken? Fragte Höllis kühl. Gerne. Also, zurück zum eigentlichen Thema. Fällt einem von euch nur ein Grund ein, sie nicht hier und jetzt zu richten? Fragte der Donnergott kühl. Wir sollten nichts überstürzen. Immerhin brauchen wir sie noch. Antwortete Eroria hastig und mit wispelnder Stimme, die sie stets selbst zu überhasten schien. Wozu? Leicht können wir neue Sterbliche finden und sie für uns gewinnen. Brachte Höllis kühl hervor. Das wird das Problem nicht lösen. Wer sagt denn, dass die Sterblichen da nicht auch Zweifel hegen? Ich glaube, wir tauschen dann nur die Körper aus. Der kämpferische und neugierige Geist wohnt jedem Menschen inne und strebt nach außen. Gab Kaira zu bedenken. Aber so nützen sie uns nichts. Sie sind vereint und können unseren Wettstreit nicht für uns ausmachen. Warf Iglu bibbernd vor Kälte ein. Dann müssen sie wieder entzweit werden. Der Wettstreit ist noch lange nicht entschieden. Schlug Poseipo vor.
Wir sollten eingreifen. Ist das das, was du willst? Ist das nicht ein wenig unfair? Fragte Chuira mahnend. Nun mach aber mal einen Punkt. Alte, das kann doch nicht angehen. Wie stellst du dir sonst so einen Wettkampf vor? Wenn alle gemeinsam das Ziel erreichen, dann ist uns auch nicht Golf. Und das ganze Gezänk geht wieder von vorne los. Ich hab keinen Bock auf diesen verdammten Stress. Sprach Pisasus entnervt und schüttelte ablehnend mit seinem Kopf. Hilja lehnte sich zu Chuira herüber und legte beschwichtigend ihre Hand auf ihren Unterarm und sprach anteilnahmsvoll. Chuira, ich mag dich sehr, aber diesmal muss ich den Jungs recht geben. Ob gerecht oder nicht, aber ohne unser Zutun wird es für alle Beteiligten nur schwerer werden. Bitte, gib dir einen Ruck und stimme zu. Chuira schwenkte unentschlossen mit ihrem Kopf hin und her, unter dem mahnenden Blick der anderen Götter, bis auf Hilja, welche mit einem zaghaften Lächeln fordernd wirkte und noch hinzufügte. Du hattest doch auch nichts dagegen, als ich eingegriffen hatte und Ominöseus heilte, damit er Heragmagus retten konnte. Das war aber etwas völlig anderes. Ominöseus hat eine wichtige Lektion gelernt und eine Belohnung verdient. Er sah seinen Fehler ein und wollte Heragmagus retten, um ihn wieder zu begleichen. Das ist Gerechtigkeit in seiner reinsten Form, einen Fehler zu erkennen und ihn zu begleichen, um so das Gleichgewicht wiederherzustellen. Argumentierte Chuira. Und wäre es dann nicht auch gerecht, das Trio wieder zu trennen, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können? Um den Fehler zu begleichen, dass sie sich vereint hatten? Fragte Hilja einfühlsam. Richtig und falsch sind zwei Extremas, zwischen denen es eine unzählige Anzahl an Zwischenstufen gibt. Die Betrachtung erfordert Weisheit, denn aus ihr wächst Gerechtigkeit. Antwortete Chuira souverän. Chuira, mach es uns nicht so schwer. Wir sind alle dafür und du bist in der Minderheit. Demokratie berücksichtigt nicht eine einzelne Meinung, sondern entscheidet zum Wohl der Mehrheit. Sprach Chuira weise. Lass es nicht zu. Hauchte eine flüsternde Stimme weise im sanften Ton, die offenbar nur Chuira hörte. Diese drehte sich um, da sie den Ursprung der Stimme dort vermutete. Doch sah sie nur drei durchscheinende Schemen, welche Seifenblasen ähnelten. Obwohl innen durchsichtig, so erweckte zumindest der buntschimmernde Umriss den Hauch einer gegebenen Form. Chuira wollte zuerst zu ihnen etwas sagen, doch so spontan sie erschienen waren, so schnell verblassten sie wieder. Die Göttin der Gerechtigkeit war verwundert und erst als Chuira mit den Worten Chuira, wie entscheidest du? Dürfen wir einschreiten? Sie direkt ansprach, riss sie damit aus ihren Gedanken. Langsam drehte sich Chuira um. Ihre Lippen öffneten sich für einen Widerspruch. Doch sie konnte nicht, denn wie hätte sie gegen ein System der Gerechtigkeit, welches sie erdacht hatte und es Demokratie taufte, widersprechen können? Auch wenn sich in ihr Zweifel breit machten, so sprach doch indirekt über Chuiras Argument Chuira selbst gegen sich, weshalb sie mit einem Seufzer nicken zustimmte, woraufhin Orbitos sprach: Sehr vernünftig. Dann machen wir uns mal ans Werk. Die Helden starteten einen neuen Tag, gerade als die Sonne über den Horizont kletterte. Längst befanden sie sich nicht mehr in Thronein, welches sie noch in derselben Nacht des Angriffes durch die Spartaner den Rücken gekehrt hatten und mittels Dune eine kleine, unbewohnte Nebeninsel angesteuert hatten, um sich ungestört erholen zu können, wobei sie am Lagerfeuer noch über den Kampf sinniert hatten, bis sie die Müdigkeit übermannte und sie in Schlaf fielen. Heragmagus war der Erste, der aufwachte. Er streckte sich kurz und betrachtete seine Freunde, die sich, wie er selbst auch, neben dem noch glimmenden Lagerfeuer hingelegt hatten und schliefen. Etwas weiter weg lag Luna und schlief auf der Bauchseite. Heragmagus fiel auf, dass ihr Atem weitaus langsamer war als der seiner Freunde. Nur alle 10 bis 12 Sekunden atmete die süße Motte langsam aus, nur um gleich daraufhin wieder mit tiefen Zügen neue Luft einzusaugen. Heragmagus begab sich zuerst zu Panfaulus und rüttelte diesen vorsichtig wach. Der Faun öffnete die Augen und begrüßte seinen Freund ungewollt mit einem Blöken. Miau. Für das er sich sofort darauf entschuldigte, er sprach: Oh, Entschuldigung. Guten Morgen, Heragmagus.
Wie hast du geschlafen? Danke, ziemlich gut. Der Sand war so schön weich und warm. Und du selbst? Erkundigte er sich mit einem freudigen Grinsen. Der Faun streckte sich und sprach dann halb gähnend: Nicht so gut. Der Sand hat sich in mein Fell verfangen und juckte mich andauernd. Ich weiß nicht, warum ihr Menschen den Sand der Wiese bevorzugt. Antwortete Pan Faulus und juckte sich demonstrativ am Rücken. Weil wir kein Fell haben, so wie du. Antwortete Herr Marcus lächelnd und zauberte damit selbst ein Lächeln auf Pan Faulus Lippen, der erwiderte: So früh am Morgen, aber dennoch gut gelaunt, nicht wahr? Nun, daran kennt man den Frühaufsteher. Sie begaben sich zu Ominösos, den Herakmarkes nicht rüttelte, sondern lediglich mit den Worten: Ominösos, aufstehen! Ansprach, was bereits ausreichte, um diesen zu wecken. Unverzüglich fuhr sein Körper die Leistung auf 100% und er war voll wach, stand auf und sprach: Alles klar, ich bin wach. Seine beiden Gefährten schauten sich etwas verwirrt über diese Aussage an, da sie eher einen Morgengruß erwartet hatten als eine Feststellung des geistigen Zustandes. Doch ehe sie ihre Verwunderung überwinden konnten, fuhr Ominösos fort: Ich habe mir Gedanken gemacht, welche Aufgabe wir wohl als nächstes angehen sollten. Eine Aufgabe besteht doch darin, Telephonus aus dem Reich der Untoten zu holen. Ja, wenn man denn den Eingang in jenes Reich findet. Meines Wissens ist es ein mythischer Ort. Erklärte Pan Faulus. Das ist wahr, aber auch für Menschen erreichbar. Ich kenne den Weg, wie man dorthin gelangt und was man dafür braucht. Und wie es das Schicksal so will, ist es gerade günstig. Wir dürfen nur nicht zu lange Zeit vergeuden. Erklärte Ominösos. Es ist noch früh am Morgen und ich habe noch nichts gegessen. Können wir das nicht später bereden? Fragte Herakmarkes fast flehend, weshalb seine beiden Freunde lachten und Pan Faulus sprach: Nichts gegen dich, Ominösos, aber Herakmarkes Vorschlag erscheint mir besser. Wir können ja wirklich nach dem Essen reden. Auf leeren Magen macht sich das so schlecht. Einverstanden, dann sollten wir uns reinteilen. Ich werde versuchen, ein paar Fische zu fangen. Du, Herakmarkes, kannst ja bestimmt gut jagen, weshalb du in dem kleinen Wäldchen nach Nahrung Ausschau halten kannst, während du, Pan Faulus, vielleicht irgendwo Trinkwasser auftreiben kannst. Delegierte Ominösos. Hier, auf dieser kleinen Insel? Ich glaube kaum, dass ich hier eine Quelle oder dergleichen finden werde. Gab der Faun zu bedenken. Dir wird schon etwas einfallen. Immerhin bist du doch der Magie mächtig. Sprach Ominösos lobend. Doch du wirst feststellen, dass du Mana nicht trinken kannst. Erwiderte Pan Faulus und meinte damit, dass er nicht aus dem Nichts Wasser beschwören konnte, zumindest kein Wasser, was den Durst löschen könnte, sondern eher eine wasserartige Manifestation von Mana, die lediglich den Anschein erweckte. Wie gesagt, dir wird schon etwas einfallen. Vielleicht findest du ja auch etwas Holz, um Feuer zu machen. Beharrte Ominösos. Daraufhin trennte sich das Trio. Ominösos trat bis zur Hälfte in das Meer und hörte nur noch Herakmarkes rufen: Hast du denn eine Angel? Nein, aber die brauche ich auch nicht. Erwiderte der Kriegsheld und zückte sein Schwert und hielt es mit der Klinge nach unten, dicht über der Wasseroberfläche, während seine beiden Freunde in den Wald gingen. Ominösos hingegen wartete geduldig darauf, dass die Fische sich an ihn gewöhnten, und schon nach wenigen Minuten bewegungslosen Verharren gesellte sich eine Prasse zu ihm und schwamm vor ihm umher, um an dort befindlichen Algen zu zupfen. Schnell stieß Ominösos mit der Klinge nach unten und traf den Fisch im Fleisch. Durch jahrelanges Üben hatte es der Held gelernt, den Brechungswinkel des Wassers einzuschätzen und so gezielt seinen Stoß zu verführen, welcher ihm die Beute einbrachte, die er sanft auf dem Sandstrand warf. Nachdem mehrere Minuten vergangen waren, in denen sich noch kein Fisch wieder zu Ominösos traute, hörte auf einmal Schritte im Sand hinter sich. Zuerst dachte er, es wären seine Gefährten, die überaus schnell mit ihrer Aufgabe fertig geworden waren. Doch da er sich nicht daran hätte erinnern können, knackendes Holz oder dergleichen zuvor vernommen zu haben, konnte es nicht seine Freunde sein, weshalb er sich schnell umdrehte und dabei sein Schwert kämpferisch vor sich zückte. Umgedreht sah er, dass die Schritte von seinem Vater stammten, der ihn streng und finster anblickte und sprach: Ominösos, was tust du deinem armen alten Vater an?
Ich wollte nicht respektlos wirken, als ich deine Statue zerstörte, aber diesmal warst du zu weit gegangen. Der Krieg war sinnlos und unnötig. Verteidige sich Ominosus gegen die Anschuldigung. Du siehst nur einen Teil des Ganzen, denn dein Blick reicht nicht weit. Wir da oben. Er deutete gen Himmel. Sehen jedoch alles. Du musst die Gesamtheit betrachten, um richtig zu entscheiden. Erklärte der Gott. Das kann ich nicht und das weißt du. Ich muss die Welt so akzeptieren, wie ich sie sehe und danach urteilen und handeln. Beharrte Ominosus. Und das gibt dir das Recht, solch blasphemische Reden wie gestern zu halten? Holte der Gott seinen Sohn an, so dass dieser zurückschreckte, was für den mutigen Ominosus nicht typisch war. Ich habe da wohl etwas übertrieben. Verzeihe mir. Bat Ominosus eingeschüchtert. Dann gebe dich nicht mehr mit diesen Leuten ab. Ihr seid Konkurrenten, verdammt. Wie gedenkst du das Rennen zu gewinnen, wenn du mit ihnen zusammenarbeitest, hä? Fragte der Kriegsgott rau. Aber sie sind meine Freunde. Warum können wir nicht gemeinsam das Rennen bestreiten? Fragte Ominosus vorsichtig und bekam eine heftige Ohrfeige von seinem Vater, welcher sprach: Dummer Bengel, ihr wurdet alle als göttliche Vertreter in einem Wettstreit ausgewählt. Ihr entscheidet die Herrschaft über den Götterthron. Und du fragst mich, warum ihr nicht gemeinsame Sache machen könnt? Ich verrate es dir, weil solltet ihr gemeinsam das Ziel erreichen, die Machtabfolge im Götterreich noch immer nicht geklärt wäre und all unsere und eure Mühen umsonst gewesen wären. Verstehst du das denn nicht? Ominosus dachte nach. Irgendwie hatte sein Vater ja recht. Die Tatsache, dass seine Kameraden ihm das Leben gerettet hatten, machte sie zwar zu Freunden, aber immer noch zu Konkurrenten. Es ging hier um mehr als Freundschaft. Und selbst Freunde können in Konkurrenz stehen, solange sie sich noch wie Freunde verhalten. Und damit traf Ominosus eine Entscheidung, die er auch seinem ungeduldig wartenden Vater mitteilte. Ihr habt recht, Vater. Aber nur in dem Punkt, dass ihr meine Kontrahenten sind. Irren tut ihr euch jedoch, was meine Freundschaft zu ihnen angeht. Denn es sind wahre Freunde und auch die einzigen, die ich je hatte. Deswegen werde ich weiter einzeln versuchen, die Aufgaben zu lösen. Aber wenn ihr erwartet, dass ich jene Leute, die mir das Leben gerettet haben, in den Rücken falle, dann muss ich euch enttäuschen. Er drehte seinen Kopf zur Seite, sodass seine, noch schmerzende, Wange direkt zu Maris zeigte und fuhr fort. Nur zu, wenn ihr mich dafür schlagen wollt, aber meine Ehre verbietet es mir, meine Lebensretter so schlecht zu behandeln. Maris holte für eine weitere Ohrfeige aus und ließ die Hand auf das Gesicht seines Sohnes fahren, nur um beeindruckt vor diesem anzuhalten und ihm sanft die Hand auf die Schulter zu legen, so dass er seinen Kopf wieder zaghaft zu ihm wandte und eine nun stolz lächelnde Gottheit sah, welche sprach: Weise gesprochen, du hast wirklich viel gelernt, mein Junge. Wenn sie dir so wichtig sind, dann werde ich daran wohl nichts ändern können, zumal ich an sich nichts gegen sie habe. Und solange du versuchst, Erster zu werden, so werde ich dir diese Freundschaft billigen. Ich werde es, wie gesagt, versuchen. Erwiderte Ominosus mit neuem Mut. Dann wünsche ich dir viel Glück und passe auf dich auf. Sprach der Gott zögernd und verschwand dann in einer Lichtwolke. Ominosus blieb zurück und schüttelte verwirrt mit dem Kopf, ehe er sich wieder an das Fischen machte. Auch Herakmakis blieb von einer göttlichen Heimsuchung nicht verschont, als er im Wald auf der Suche nach Wild war, welche es offenbar auf der kleinen Insel nicht gab. Als er durch das Unterholz kroch, erreichte er eine Lichtung, auf der ein alter, morscher Baumstamm lag, um den sich lauter Schmetterlinge in den verschiedensten Farben tummelten. Auf dem Baumstamm sah er die in Gold gekleidete Helia, welche sein Herz höher schlagen ließ. Die Göttin hatte ihn längst bemerkt, doch versuchte sie absichtlich den Eindruck zu erwecken, dass sie dies noch nicht getan hätte, und spielte mit den Schmetterlingen, indem sie ihre Finger um die zutraulichen Tierchen kreiste und es so wirkte, als wenn sie mit ihnen zusammen einen Tanz vollführte. Zuerst traute sich Herakmakis nicht, sich der Gottheit zu nähern, und beobachtete sie. Einerseits pochte sein Herz vor Verlangen, sie wiederzusehen, doch andererseits mahnte der Verstand vor ihrem Einfluss. Zudem schmerzte das Gewissen, welches ihn an seinen unsanften Umgang mit ihr erinnerte. Wie immer jedoch siegte der Drang über die Hindernisse und Herakmakis traute sich aus dem Gebüsch und verscheuchte damit die Schmetterlinge. Helia drehte sich mit gespielter Überraschung zu ihm um und sprach: Herakmakis,
welch schöner Zufall, dich wiederzusehen. Ist das wirklich ein Zufall? Nennt ihr Götter das dann nicht eher Schicksal? Fragte der Held zögernd, woraufhin er sich leicht zur Seite drehte und beschämt nach unten blickte und sich am Haar zupfte und erwiderte: Ja, du hast recht. Ich habe gewusst, dass du hier auftauchen würdest und habe daher hier auf dich gewartet. In dem Moment, wo sie dies beichtete, fragte sie sich selbst, warum sie so gnadenlos ehrlich geantwortet hatte. Eigentlich wollte sie doch Herak Magis dazu überreden, sich allein auf die Suche zu begeben. Sie drehte sich wieder zu ihm hin und fügte mit funkelnden Augen hinzu: Entschuldige, dass ich nicht gleich die Wahrheit gesagt habe. Ich hoffe, du wirst jetzt nicht gleich wieder so grob wie beim letzten Mal. Herak Magis blickte beschämt zu Boden und sprach betroffen: Es tut mir leid. Kein Problem. Damit sind wir dann wohl quitt. Sprach die Göttin mit ihrer Frohnatur und einem dementsprechenden Lächeln, welches Herak Magis Zuversicht spendete. Willst du dich nicht setzen? Fragte sie und deutete auf den Platz, auf dem umgefallenen Baumstamm neben sich. Schüchtern trat Herak Magis zu ihr und setzte sich neben sie und wich dabei ihren Blicken aus, bis sie sein Kinn sanft ergriff und sein bis dato gesenktes Haupt hob, sodass er sie anblickte und sie sprach: Herak Magis, ich möchte dich um etwas bitten, im Namen aller Götter. Ich weiß, wie sehr du Pan Faulus und Ominöseus magst, und das kann auch gerne so bleiben. Und ich weiß auch, dass du planst, mit ihnen zusammen die Aufgaben zu bewältigen, aber das darfst du nicht. Der Zwist der Götter muss beigelegt werden, und im Team geht das leider nicht. Warum? Warum muss ich das alles alleine durchstehen? Erkundigt sich der Held energisch. Sie strich über seine Wange, eher unbewusst als gewollt, und sprach dabei: Weil Kontrahenten, wenn sie alle zusammenarbeiten, immer gleich gut abschneiden werden und keiner von ihnen besser oder schlechter sein kann. Und damit würde auch der göttliche Zwist nicht gelöst. Herak Magis drehte sich enttäuscht weg und Helia sprach einfühlsam und etwas traurig: Versteh doch, eure Zusammenarbeit macht den ganzen Wettstreit überflüssig. All die Mühen wären umsonst. Ist es das, was du willst? Natürlich nicht, antwortete der Sohn des Orbitors barsch und fügte hinzu, wobei er sich wieder Helia zuwandte: Aber ist dieser Wettstreit denn so wichtig? Können die Götter sich nicht auch auf Zusammenarbeit einigen, so wie wir das gemacht haben? Wir sind zu verschieden. Es geht nicht anders, Herak Magis, sprach Helia sanft. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du bist nur hier, um mich davon abzuhalten, mit den anderen gemeinsame Sache zu machen. Ich glaube, mein feiger Vater will gewinnen und hat sich nicht selbst zu mir getraut, sondern dich geschickt, nicht wahr? Fragte der Held hart. Du hast recht. Ich bin gekommen, um dich davon zu überzeugen, alleine weiterzumachen. Bestätigte Helia, woraufhin Herak Magis unzufrieden nickte. Aber nicht um Orbitos willen, sondern um jenen der Götter, um den Streit zu beenden. Und um meinen. Fügte Helia etwas beschämt hinzu und ließ ihren Blick nach unten gleiten, woraufhin Herak Magis die Augen weit aufriss und fragte: Um deinen Willen? Wie meinst du das? Sie schüttelte mit dem Kopf und sprach: Vergiss es. Ehe sie seine Hände mit den ihren ergriff und ihn tief in die Augen blickte und sanft sprach: Ich mag dich, Herak Magis. Ich mag dich sogar sehr. Vergiss mich bitte nicht. Mit diesen Worten stand sie auf und eilte in den Wald, wo sie verblasste und verschwand und so einen verwirrten Helden zurückließ, der sich nun erst einmal wieder fassen musste, ehe er einige Holzstücke für ein Feuer suchte und mit diesen den Rückweg antrat. Pan Faulus hingegen befand sich auf der Suche nach Süßwasser, wobei ihm jedoch schon vorschwebte, dass er auf dieser kleinen Nebeninsel wohl keines finden würde. Zwar war die Insel stark bewaldet, was die Suche nicht unbedingt vereinfachte, jedoch war dies auch nicht zwingend ein Grund dafür, dass es hier Süßwasser geben musste, sodass der Faun nur recht halbherzig suchte. Schnell verließ ihn die Lust und er besann sich auf eine erfolgsversprechendere Methode, indem er seine magischen Künste zur Hilfe nahm. Dazu suchte er sich einen Fleck, an dem einige umgestürzte Bäume lagen und so die dichte Baumkrone gelichtet war,
und der Sonnenschein wieder den Boden in voller Stärke erreichte, welches sogleich bereitwillig von einigen kleinen Sträuchern und Farnen dankbar aufgenommen wurde. Er trat einige der Farnen platt und ritzte mit einem umherliegenden Stock einen kleinen Kreis in den Boden, indem er zwei geschwungene Wellen, das Zeichen für Wasser, einfügte. Als er dies getan hatte, warf er den Stock unachtsam weg und setzte sich in meditativer Pose vor den Kreis und sammelte seine mentalen Kräfte. Nach wenigen Minuten sah man bereits einen ersten Erfolg. Glitzernde Mana-Schwaden dampften zuerst langsam, doch dann immer schneller aus dem Boden aus, wirbelten ein paar Faules, um schließlich nach einigen Runden ihre Bahn zu verlassen und sich in das Beschwörungssymbol zu manifestieren, welches sich sichtlich mit blauen, glitzernden Mana füllte. Als die Wellen sich mit Mana randvoll gefüllt hatten, beendete Panfaulus seine Beschwörung, indem er die Augen öffnete und ruckartig durchatmete. Gleich darauf traten die Wellen nach oben empor und bildeten eine halbtransparente, schimmernde und gewellte Wand, ehe sie sich spontan zusammenzogen und einen kleinen Wasserschwall wieder nach unten plätscherten und eine kleine Quelle dort zu sprudeln begann, wo sich einst das Beschwörungszeichen befand, wobei sprudeln nicht das richtige Wort war. So sanft und langsam wie das Wasser aus der handgroßen Öffnung im Boden trat, um gleich darauf wieder zu versickern, wäre hervorquellen wohl die betreffendere Formulierung gewesen. Etwas verwundert über die mäßige Wirkung seines Zaubers, hob Panfaulus zweifelnd eine Augenbraue hoch und sprach etwas enttäuscht: Wie? Das soll alles sein? Unzufrieden stützte er seinen Kopf auf seinen angewinkelten Arm und betrachtete die verachtliche Wasserquelle. Auf einmal jedoch glaubte er ein leichtes, fast unmerkliches Beben zu vernehmen und kurz darauf begann seine beschworene Quelle wie ein Geysir einige Meter hoch zu sprudeln. Freude machte sich in ihm breit und zwang ihm ein zaghaftes Lächeln auf die Lippen. Jedoch mahnte ihn sein Verstand, sich nicht zu sehr zu freuen, da diese spontane Änderung nicht sein Werk war. So blieb nur der Schluss übrig, dass jemand anders hier seinen Finger im Spiel haben musste, und so wich die Freude in Sekundenschnelle der unfreudigen Vorahnung, die auch sogleich real wurde, als er seinen Kopf umwand und Gaira in einigen wenigen Metern Entfernung von sich stehen sah, welche ihn, mit Squeak auf der rechten Schulter, fröhlich anblickte und sprach: Das war es doch, was du wolltest, oder? Panfaulus erhob sich und sprach dankbar: Ja, ich danke dir. Allerdings vermute ich, dass du dich nicht deswegen hier auf Eru herunterbemüht hast, nicht wahr? Gaira hob ihre Hand zu Squeak und ließ diesen auf diese springen, um ihn gleich darauf mit den Worten: Geh ein bisschen spielen, mein Kleiner. Ich möchte mich ein bisschen mit meinem Sohn unterhalten und für dich wäre das ja nur langweilig. Abzusetzen. Squeak kniff freudig seine Augen zusammen und rief energisch vor Freude aus: Squeak! Squeak, Squeak, Squeak! Und verschwand dann hopsend in den Wald. Gaira erhob sich mit einem fröhlichen und zarten Kichern, welches auch ihre Augen funkeln ließ, und sprach zu Panfaulus, während sie langsam zu ihm trat: Er ist so süß. Wie sehr er sich gefreut hat. Ich glaube, ich muss öfter auf Eru herabsteigen. Er scheint hier so viel Spaß zu haben. Als sie schließlich vor Panfaulus stand, der immer noch auf die Beantwortung seiner Frage wartete, mahnte dieser: Nun, er ist ein Eichhörnchen. Er gehört nun einmal in einen dichten Wald, wo er mit seinesgleichen tollen und spielen kann. Ich kann gut verstehen, dass er sich nach seiner Heimat sehnt. Aber ich behandle ihn wirklich gut. Er bekommt alles von mir, was er möchte. Ich fütte ihn regelmäßig und bin zart und lieb zu ihm. Streichle ihn und kuschel auch so gerne mit meinem kleinen süßen Fratz. Erwiderte Gaira. Ihr Tonfall, so weise er auch sonst klingen mochte, war unsicher und etwas beschämt. Offenbar hatte sie so eine starke emotionale Bindung zu ihrem kleinen, geliebten Haustier, dass sie hier alle weisen Erkenntnis vergaß und einfach nur sie selbst war. Und sicher liebt er dich auch dafür. Aber versteht ihr denn nicht? Der Wald ist sein Zuhause. Er braucht Wälder und Spielgefährten. Und offenbar vermisst er dies so sehr, dass ich glaube, dass in eurem Himmelsreich nichts dergleichen gibt. Noch nicht. Erwiderte Gaira etwas gekränkt, ehe sie kurz Luft holte, um das Thema für sich zu beenden und sie im eigentlichen Erscheinungsgrund gedanklich wechseln zu können. Ich habe deine Frage nicht vergessen, Panfaulus. Begann sie und trat zu der sprudelnden Quelle, um einen Schluck zu nehmen.
Gleichzeitig ließ sie eine kleine Amphora erscheinen, welche sie mit dem kühlen und erfrischenden Element des Lebens füllte, um sie anschließend vor Pamphaudos zu stellen und mit ihrer Ausführung fortzufahren. Hier, das Wasser ist für dich. Du und deine Freunde werden Durst haben. Sie sind auch der Grund, aus welchem ich dich aufsuche. Meine Freunde, was ist mit ihnen? Fragte Pamphaudos und stellte sich stumm. Kaira bemerkte dies und erwiderte daher: Du weißt, worum es geht. So sehr sie deine Freunde auch sind, sie sind auch deine Konkurrenten um den Wettstreit. Wie gedenkst du zu gewinnen, wenn ihr alle zusammenarbeitet? Nun, vielleicht gedenke ich dir gar nicht zu gewinnen. Erwiderte Pamphaudos kämpferisch, jedoch höflich. Das wäre allerdings ziemlich töricht, denn so wäre der Wettstreit nicht mehr sinnvoll und erneut müssten wir einen durchführen lassen. Neue Kandidaten müssten erwählt werden und sich Gefahren und Aufgaben stellen. Wenn ihnen etwas geschehen sollte, so würde ihr Blut an euren Händen kleben. Führte Gaira weise aus. Das ist nicht wahr, denn ihr hättet sie erwählt und sie zu diesen Gefahren entsandt, nicht wir. Dachte Pamphaudos bei sich, doch er wusste, dass dieses Argument nur auf taube Ohren stoßen würde und nicht die gewünschte Reaktion hervorrufen würde. Sicher hatten seine Freunde auch Besuch von irgendwelchen Göttern gehabt, welche versuchten, einen Keil zwischen ihre Freundschaft zu treiben, nur damit der Wettstreit voranschreiten konnte. Und sicher würden die Götter auch nicht nachgeben, bis sie dies erreicht hatten, und wahrscheinlich würden sie auch nicht davor zurückschrecken, sie notfalls zu exekutieren. Als diese Gedanken durch Pamphaudos Gehirn eilten, war ihm eines klar. Ein Streit wird im Endeffekt nur dazu führen, dass alles schlimmer und noch schwerer als ohnehin schon wird, weshalb er auf eine List sann, indem er antwortete: Ihr würdet tatsächlich so lange weitermachen, bis es endlich entschieden wäre, nicht wahr? Und wenn jemand dabei zu Schaden käme oder gar getötet würde, wäre das euch wohl egal? Niemand muss sterben, solange ihr nur den Wettstreit zu einem eindeutigen Ende führt. Pamphaudos, versteh mich nicht falsch. Niemand möchte jemanden töten, aber wir sind durchaus bereit, einige Menschen für das höhere Wohl zu opfern. Doch du hast ein weitaus geringeres Opfer zu erbringen, um dies zu verhindern. Du musst lediglich versuchen, den Wettstreit ohne deine Freunde als Erster zu beenden. Dabei kannst du sie immer noch als Freunde behalten. Niemand hat etwas dagegen. Genau betrachtet wärest du der Grausame und Herzlose, wenn du wegen deiner Sturheit uns zwingen würdest, Menschen zu gefährden. Genau. Schön immer den schwarzen Peter weiterreichen und ein paar kleine Fakten drehen. Die Suppe werde ich euch versalzen. Dachte der Faun, der sich jedoch betroffen und belehrt gab und deshalb anteilnahmsvoll sprach: Du hast recht. Nun gut, ich werde meinen Freunden erzählen, dass ich alleine weitermache. Dass sie aber sich dann auch trennen, kann ich dir nicht versprechen. Ein mildes Lächeln umspielte Gaira's Lippen, als sie ihren Willen bekam und sie daher süßlich und versöhnlich sprach: Siehst du, so schwer war das doch gar nicht. Ich bin sehr stolz auf dich, Pamphaudos. Sie stand auf und schnippte mit ihren Finger, woraufhin ein paar Sekunden später Squeak zu ihr vor einem Baum aus auf die Schulter sprang und sich fest gegen die Wange drückte, wobei er mit seiner kleinen, kühlen Nase sie zuvor sanft an der Wange stupste. Es wird Zeit zu gehen, mein Kleiner, sprach die Göttin verzückt. Squeak schaute sich noch einmal sehnsüchtig nach den Bäumen um und brachte einen kleinen Seufzer hervor. Squeak! Ehe er sich wieder an Gaira kuschelte, welche überaus glücklich und verliebt ihren kleinen Gefährten betrachtete, ehe sich wieder zu Pamphaudos wand und sprach: Wir müssen wieder gehen. Ich drücke dir die Daumen, dass alles für dich gut verläuft. Ich gebe mein Bestes, Mutter, erwiderte der Faun ehrlich, jedoch wohl wissend, dass Gaira auf seinen Bluff reingefallen war und er nun fest der Überzeugung war, ihren Sohn auf ihre Seite gezogen zu haben. Gaira drehte sich um und ehe sie verblasste, drehte Squeak noch einmal seinen Kopf zu Pamphaudos um und winkte ihm zu. Pamphaudos hingegen freute sich innerlich, den Göttern einen Strich durch die Rechnung machen zu können. Er nahm die kleine Amphore an sich und trat den Rückweg an. Nach einer halben Stunde erreichte er den Strand, wo Herakmarkes und Omnisseus bereits am Feuer saßen, über den Omnisseus Fische bratete und diese aßen. Auch waren bereits zwei Fische für Pamphaudos gebraten gewesen, welche nahe des Feuers auf einigen Steinen lagen, damit sie nicht vollkommen auskühlten. Eigentlich wirkte der Anblick sehr anheimelnd,
Jedoch verspürte Panfaudus gleich einen mentalen Hauch der Kälte, als er die Szenerie sah. Offenbar war seine Vermutung, dass seine Freunde ebenfalls Besuch von Göttern erhalten hatten, nicht unbegründet gewesen. Dennoch versuchte er, das Beste aus der Situation zu machen. Indem er sich seinen Freunden näherte und ihnen schon von Weitem freudig entgegenrief: Hey Leute, ich bin wieder da und habe ein ganz Amphore Süßwasser mitgebracht. Seine Freunde drehten sich zwar um, jedoch bedachten sie ihn nicht einmal mit einem Gruß. Panfaudus jedoch ließ sich davon nicht irritieren und versuchte weiter die Stimmung wieder zu heben, indem er rief: Okay, ich gebe es ja zu, es ist eher ein Amphörchen als ein Amphore. Wieder keine Reaktion. Mittlerweile hatte er das Feuer erreicht. Er stellte die Amphore ab und nahm sich einen der Fische, ehe er sich ebenfalls an das Feuer setzte und freudig sprach: Oh, wow, riecht das gut. Also, vom Bratfisch scheint ihr beide ja was zu verstehen. Wieder keine Reaktion. Allmählich wurde Panfaudus klar, dass seine Freunde sehr bedrückt waren und ihnen das Sprechen schwerfiel. Doch das freute ihn. Wenn seine Vermutung richtig war, dass die Götter ebenfalls versucht hatten, ihn einzureden, sich von den anderen zu trennen, so war doch ihre Schweigsamkeit und Bedrücktheit ein Ausdruck dafür, dass ihnen ihre Freundschaft wichtig war, und dies rührte Panfaudus sehr. Panfaudus kostete den Fisch. Er war wahrlich schmackhaft, wenn auch recht salzig. Kein Wunder, dass seine Kameraden eilig die Amphora ergriffen hatten, um aus ihr das kühle Wasser der Quelle zu trinken. Der Appetit von Herakmarkes und Myneseus war wohl langsam gestillt gewesen, da sie keinen weiteren Fisch probierten. Ihr Blick war gesenkt und nur gelegentlich hoben sie ihn vorsichtig nach oben, um nach ihren Kameraden zu blicken. Trafen sich zwei Blicke, so ließen sie ihren sofort durch Schuldgefühle gezwungen fallen. Panfaudus hingegen aß gemütlich weiter, auch wenn er die Stille als bedrückend und unangenehm empfand. Sein Weg war klar und er wusste, dass sein Herz gut und seine Weisheit rein war. Deshalb würde er Erfolg haben. Als er den zweiten Fisch zur Hälfte aufgegessen hatte, schloss er seine Augen, um sich zu konzentrieren, wobei er versuchte, einen genussvollen Gesichtsausdruck auf seine Miene zu legen, denn er war sich sicher, dass die Götter das Trio gerade jetzt besonders scharf beobachten würden, sodass er versuchte, bei seinem Bluff konsequent zu bleiben. Doch seine Konzentration galt etwas anderem. Er versuchte mittels Telepathie seine Gefährten zu erreichen und er ließ sie die Worte hören: Hab keine Angst. Ich bin es, Panfaudus, der euch seine Gedanken hören lässt. Ich weiß, warum ihr so still seid. Die Götter haben euch gebeten, unsere Freundschaft zu beenden und uns zu trennen, damit der Wettstreit beendet werden kann. Woher ich das weiß? Gaira trat mit derselben Bitte an mich heran und ich habe ihr zugesagt, aber nur, um sie zu täuschen. Nickt bitte kurz, wenn ihr mich verstanden habt, so fällt es ihnen nicht auf. Sie mögen unsere Worte hören können, doch nicht unsere Gedanken. Panfaudus öffnete wieder seine Augen und betrachtete die überrascht dreinblinkenden Helden. Fragend hob er eine Augenbraue und erntete darauf ein zaghaftes Nicken, ehe er die Augen erneut schloss und sprach: Das schmeckt so gut. Er konzentrierte sich wieder und ließ erneut seine Gedanken in den Köpfen seiner Gefährten widerhallen, wobei die Stimme aus dem Geist sprach: Ich sehe nur einen Weg. Wir werden uns einzeln auf den Weg machen müssen, sonst werden sie uns immer mehr Steine in den Weg legen und uns vielleicht sogar töten. Daher habe ich folgenden Plan ersonnen. Nachdem ich gemütlich meinen Fisch aufgegessen habe, werde ich euch fragen, warum ihr so still seid. Dann werden wir darüber reden, dass wir uns trennen müssen. Jedoch werden wir nicht erwähnen, dass wir das von den Göttern haben. Jeder von euch soll sich eine Aufgabe aussuchen. Ich werde mich generös geben und euch dann zu der jeweiligen Insel fliegen und das nehmen, was übrig bleibt. Haben wir unsere Aufgaben dann erledigt und die Götter damit überzeugt, dass wir wieder alleine arbeiten, machen wir uns schlussendlich auf zum Olymp, an dem uns ganze drei Aufgaben erwarten. Diese geht jeder von uns an, sobald er fertig ist. Dies wird genügend Zeit in Anspruch nehmen, dass wir uns schlussendlich alle auf dem Berg befinden werden und dann werden wir es so drehen, dass wir kurz zuvor zufällig wieder zusammenkommen. Das ist unsere einzige Chance, wenn wir uns nicht einfach ihren Willen beugen möchten und uns wie Marionetten einfach nur benutzen lassen wollen. Habt ihr das alles verstanden und seid dabei? Dann nickt bitte wieder. Er öffnete seine Augen wieder und blickte seine Gefährten an, die sich das offenbar noch durchdachten, doch dann schließlich zustimmend nickten.
Pamphaulus konnte sich ein sanftes, erfolgsversprechendes Grinsen nicht verkneifen und biss das letzte Stück von seinem Bratfisch ab, ehe er einen kräftigen Zug aus der Amphore nahm und sie damit leerte. Das war lecker, sprach der Faun und betrachtete seine Freunde eine Weile, ehe er mit gespielter Überraschung sprach: Okay, was ist los? Pamphaulus, Herakmages. Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll, aber ich habe nachgedacht und ich finde, wir sollten nicht weiter zusammenarbeiten. Wir können so den Wettstreit niemals beenden und schaden nur allen. Versteht mich nicht falsch. Ich schätze euch und eure Freundschaft sehr. Aber es muss sein. Erwiderte Ominöseus betroffen. Sicher werdet ihr mich jetzt wieder schelten, nicht wahr? Fügte der Kriegsheld noch hinzu. Nein, Ominöseus, versicherte Herakmarkes, der seinen Freund tief anblickte und sprach: Ich sehe es auch so, es war toll mit dir. Er wandte seinen Blick zu Pamphaulus. Und auch mit dir, aber alle die Gefahren und die Opfer, die wir erbracht haben und noch erbringen müssen, wären vergebens und umsonst. Lasst uns das Ganze beenden und vielleicht ist das Schicksal uns hold und danach können wir wieder Freunde sein. Das können wir doch auch so. Aber dennoch sehe ich es genauso wie ihr. Gemeinsam wäre es leichter, freudiger und wahrscheinlich sogar recht lustig. Aber es würde den Sinn zerstören. Zudem glaube ich, dass die Götter sich dann einfach nur ein paar andere suchen würden, welche sie mit ihrer Herausforderung quälen täten. Das können wir nicht verantworten. Und daher fürchte ich, dass wir uns wohl beugen müssen. Bestätigte Pamphaulus theatralisch und musste sich ein Lachen verkneifen, weil er so schamlos übertrieben hatte. Herakmarkes stieß mit seinen Sandalen den Sand von sich weg auf das Feuer zu, um es zum Erlöschen zu bringen, und sprach dabei: Und wie soll es jetzt weitergehen? Wahrscheinlich gar nicht. Ehe wir von dieser Insel runter sind, ist Pamphaulus doch schon längst mit seiner Motte über alle Berge und heimst den ganzen Ruhm ein. Selbst wenn wir zurück nach Thronein schwimmen und den König, der uns auf jeden Fall noch einen Gefallen schuldig ist, um ein Schiff bitten würden, kämen wir zu spät. Beschwerte sich Ominöseus. So unfair bin ich ja nicht. Wie wäre es, wenn wir es der Gerechtigkeit zuliebe so machen würden? Ihr sagt mir einfach, wo ich euch absetzen soll, und ich bringe euch dann dahin, ehe ich mich selbst auf den Weg zu meinem Ziel mache. Bot Pamphaulus an. Ominöseus stand auf und verschränkte gebieterisch, einem Ausbilder gleich, seine Arme hinter dem Körper und fragte bedenklich: Aber wie soll das gehen? Jeder von uns soll doch alle Aufgaben erfüllen. Das ist doch gar nicht machbar. Ich glaube, sie werden zählen, wer die meisten erledigt hat, und dann schauen, wer am schnellsten ist, sprach Herakmarkes, der auch aufstand und das Feuer komplett mit Sand bedeckte. Auch Pamphaulus erhob sich und fügte hinzu: So sehe ich das auch. Also, wo darf ich euch denn dann absetzen? Er eine sanfte Melodie pfiff, mit der er Luna zu sich rief. Die gleich daraufhin fröhlich vor ihm landete und ihn mit hin und her neigenden Kopf fragend musterte. Pamphaulus begab sich zu der süßen Motte und kraute sie an der Kopfunterseite, was dazu führte, dass sie fröhlich Pokio ausrief und dabei genüsslich die Augen zusammenkniff. Ominöseus trat zu Pamphaulus und legte ihm freundschaftlich eine Hand auf die Schulter, ehe er moderat sprach: Dann möchte ich mich der Befreiung von Telephones widmen. Dazu musst du mich lediglich zurück nach Thronein bringen. Der Eingang zur Unterwelt ist in Thronein? Erkundigte sich Pamphaulus. Noch ja, es ist ein wechselnder Ort, doch oft ist er da, wo ich bin, entgegnete der Kriegsheld mit einem schelmischen Grinsen, welches Pamphaulus jedoch nicht verstand. Da antwortete er schlicht und gelassen: Wie du meinst. Wenn du nach Thronein willst, so werde ich dich dahin bringen. Er wandte sich Herakmarkes zu, der noch immer am Feuer stand und die wenigen Rauchschwaden betrachtete, welche aus dem gelöschten Feuer noch hervorgingen, und der sehr betrübt über die Trennung von seinen Freunden wirkte. Herakmarkes, wo soll ich dich absetzen? Erkundigte sich der Sohn der Gaira. Der Sohn des Orbitos brachte einen fast unhörbaren Seufzer hervor, ehe er tapfer seinen Kopf hob und ein zaghaftes Lächeln auf seinen Lippen zwang und antwortete: Bring mich nach Amazonia, in den Wavir-Dschungel.
Ich versuche mich mal an den Beißblumen. Das liegt ja auch nicht gerade um die Ecke. Aber okay, spring auf. Antwortet Pan Faudus lässig, wobei er sich selbst auf Luna begab. Als Ominösus und Herr Marcus aufgesessen hatten, gab er Luna den Befehl zum Abflug und setzte seine beiden Freunde an den gewünschten Orten ab, ehe er sich selbst auf den Weg machte, seine Aufgabe und Bestimmungsort zu wählen. Belanconia, das Bergdorf des ewigen Regens und der am meisten deprimierten Bewohner Kriegelands.